Hallo Leute, ja, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Overlord. Ich habe schon mal ein wenig vorgespielt und wie ihr seht, wir haben jetzt wieder ordentlich braune und grüne Lebensenergie. Ich war noch einmal in die Arena gegangen und habe einmal gegen die Smaragdkäfer und einmal gegen die Kampfkäfer, heißen sie glaube ich, gekämpft, um ein wenig Lebensenergie wieder zu kriegen für unsere, ja, grünen und braunen Schergen. Und ja, beim letzten Mal wurden wir von Khan getötet. Und wir sind jetzt hier genau wieder an dieser Stelle. Da oben sind ja schon die beiden Augen. Und gehen wir einfach mal hoch. Und ich hoffe mal, dass es diesmal besser läuft. Da kommt er wieder. Und ich werde mal versuchen, dass wir diesmal die Augen vielleicht zuerst irgendwie aus dem Weg räumen. So, Khan ist links. Das heißt, ich werde hier gleich mal nach hier rechts hochrennen. Oder ich warte erstmal, bis er hier so ein bisschen runterkommt. So, und jetzt hau ich ab hier. Ah, jetzt kommt er von da. Egal, ich werde mal versuchen, an ihm vorbeizurennen. Und wenn das erste Auge gleich hier ist... So, genau. Jetzt mal ein paar Grüne rauf. So. Ah, es ist nur noch einer. Ne, zwei sind nur noch drauf, aber... Ah, das hatte ganz knapp nicht gereicht. Okay. Das erste Auge haben wir. Mal schauen, wo das Auge jetzt lang geht. Und jetzt gehen wir hier hoch. Und ist zu weit weg, glaube ich schon. Wir warten, bis Khan hier bei uns ist. Und wo geht er jetzt lang? Ah, er kommt hierher. Na, nee, 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 nee. Bleib nochmal hier oben. Komm mal her, komm mal her. Und... jetzt rennen wir runter. Ich schicke mal wieder ein paar Schergen hin. Und los, kommt schön rauf da. Okay. Gut. Jetzt werde ich mal hier hochrennen. Wir müssen jetzt Khan irgendwie so ein bisschen ja, so hinstellen, dass wir ihn anspringen können im Prinzip. Mit ein paar Schergen. Mal schauen, kommt er jetzt ran? Genau. Und die Grünen rauf da. Er hat ja nur noch ein Drittel seiner Lebensenergie. Jetzt nur noch ein Viertel. Und ich denke mal, diesmal sollten wir ihn kriegen. Na los, kommt nochmal rauf. Okay, jetzt haben wir gerade viele verloren. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir jetzt das schaffen eigentlich. So, alle zurück, erstmal kurz. Und die Grünen wieder rauf. Ja, der hat nicht mehr viel. Ich denke mal, das war's jetzt für ihn. Na komm, Junge. Ah, das kann doch nicht sein. Kommt erstmal zurück, gleich hat er wieder seine Angriff, genau. Und das war's. Da liegt er. Und ich würde mal sagen, geben wir ihm den Gnadenschlag und lobet den Overlord. Ihr werdet gebraucht. Kommt zurück in den Turm. Ja, das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen. Das können wir auch gar nicht. Also der Overlord geht jetzt automatisch in den Turm zurück. So, mal schauen, was jetzt passiert. Eifert die Rückkehr des Overlords, des einzig wahren Bösen. Oh nein, nicht ihr, der echte Overlord. Ja. Ich war dem Bösen gegenüber immer loyal. Ich stelle keine Fragen. Böse ist, wer Böses tut. Willkommen zurück, Herr. Ich bin zurück. Auch wenn ich mich dafür dieses weisen, müden Körpers bemächtigen müsste.
Ich glaube, ihr kennt meine Töchter, Rosa. Ihr habt mir für diese Hyäne in schwarzer Spitze den Laufpass gegeben. Sie war mir eine große Hilfe. Und dann haben wir da noch Vanessa. Ich glaube, sie hat sich noch nicht entschieden. Ein Mädchen muss sich immer alle Möglichkeiten offen halten. Ihr dachtet wohl, ihr hättet mich getötet. Ihr und eure Heldenfreunde. Aber ich plante eine kleine Reise. Wollte mal in der Haut der Guten stecken. Buchstäblich. Dieser närrische Zauberer dachte, er hätte gewonnen, bis ich mit seiner sterblichen Hülle verschmolz. Das ist nun wirklich ein teuflischer Plan. Nacheinander erlagen sie meinem verderbten Einfluss. Diese Mauern der Reinheit und des Gehorsams. Man muss nur wissen, wo man ansetzt. Und was euch angeht, ihr fielt und sie ließen euch zurück, weil sie Helden werden wollten. Ich gab euch eine zweite Chance, einen anderen Plan. Ihr wart mir nützlich, aber jetzt steht ihr mir im Weg. Schergen! Meister! Meister! Wir sind eure Schergen, Herr! Wir waren nichts verglichen mit euch, eure Schlechtigkeit! Ihr habt euch meine Zauber geborgt! Schluss damit! Ich beseitige jetzt eure körperliche Anwesenheit. Den Rest habt ihr bereits für mich erledigt, mein Schoßhündchen. Hey, mein Schnuckiputz. Solange ihr noch Kraft habt, kann ich direkt mit euch sprechen. Es muss eine Möglichkeit geben, ihn aufzuhalten. Das Turmherz! Vanessa, wohin gehst du? Ich will dich nicht töten müssen. Okay, gehen wir auch schnell zum Turmherz runter. Ich glaube, das war hier. Und ich weiß jetzt auch nicht so wirklich, was jetzt hier abgegangen ist. Das war scheinbar der alte Overlord, der sich jetzt dem Körper des Magiers irgendwie einverleibt hat oder wie auch immer. Und da ist Vanessa und was macht sie da? Du hast das Turmherz beschädigt. Vertraue nie deiner Familie. Egal, sobald ich eure Energie aufgesaugt habe, werde ich es wiederherstellen. Schergen! Okay, die Schergen sind jetzt gegen uns. Und ich muss hier irgendwie... Oh Mann, die machen gut Schaden gerade. Vor allem diese Fährkämpfer hier. Schnapp ich mir die mal zuerst. Oh, und der beschwört immer... Ah, das sind die Grünen. Ah, komm, geht runter von mir, ihr Drecksviecher. War ja schon wieder fast klar, dass diese unloyalen Viecher irgendwann die Seiten wechseln würden. Ihr hättet ein Held sein können. Seht euch jetzt an. Ach, wir werden noch früh genug zum Helden gekürt. Dann glaub mir mal. Das Turmherz zu schwächen, Schatz. Kümmert ihr euch jetzt um ihn. Holt euch die Schergen zurück. Nur so habt ihr eine Chance. Da drin sind Käfer. Gibt es denn hier niemanden, der mal kehrt? Es geht nichts über ein Mahl mit Unterhaltung. So, wir haben alle unsere Zauber wieder zurückerlangt. Allerdings haben wir noch keine. Ich helfe meinem Vater Schergen. Auf der Welt für. Ah, okay, doch, da haben wir schon das erste Schergennest. Meister! Meister!
Okay. Tut mir leid, Schatz. Er war plötzlich da, mit dieser braven Jungfer im Schlepptau. Okay, wir haben scheinbar nur die Braun momentan zur Verfügung. Und da werde ich mir einfach mal gleich 37 Stück gönnen. Und wo waren jetzt die Käfer? Dann werden wir die Käfer nochmal schnell platt machen. Ich halte nichts von Verlierern, mein Schatz. Also beweist euch. So. Das hier war ja die Kammer, wo wir am Anfang des Spiels praktisch auferstanden sind. Wo wir aus dem Sarg geholt wurden von Gnal und den Schergen. Und Gnal hat sich jetzt ja auch gegen uns gestellt, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe. Und wir gehen jetzt einfach mal hinterher. Und schauen mal, wo der Magier jetzt hin ist. Hier gibt es auf jeden Fall erstmal wieder ein paar Kisten, Fässer. Gibt's ein paar Items für unsere Schergen. Hat es Spaß gemacht, eure alten Freunde zu töten? Wisst ihr nicht mehr, wie sie euch zurückgelassen haben? Und hier haben wir wieder die anderen Schergen. Greifen wir natürlich gleich an. Ihren Verrat! Hört ihr sie? Und wir brauchen auf jeden Fall die roten Schergen hier, damit wir hier weiterkommen. So einen Sturz kann doch niemand überleben. So, hier sind schon mal ein paar von diesen Feuerkäfern immerhin. Er kämpfte mit uns. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Nein, wir nehmen, was wir können und hauen ab. Er hat recht. Wir haben das Böse besiegt. Der Rest ist sein Verdienst. Lasst ihn. Dann fanden euch die Schergen, heilten euch, bereiteten euch auf meine Nacht. Ich glaube, da können die Braun nicht hin. Die werden da. Ja. Okay, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie an die roten Schergen wiederkommen. Wird wahrscheinlich irgendwo das rote Nest sein. Wahrscheinlich hat er versucht, uns das irgendwie zu klauen oder so. Hier geht's auf jeden Fall erstmal nicht weiter. Da kommen wir nur von der anderen Seite her. Und sind alle Schergen hier an Bord? Jo, kommt her. Dann lasst uns... Oh, hier kommen nochmal ordentliche Schergen rein. Und der große Käfer hier. Werde ich mal mitkämpfen. Okay. Kommt alle mit? Haben wir alle 37, genau. Weiter geht's. Ah, hier der kleine Käfer. Ach, komm, bleib stehen. Es hat keinen Zweck wegzurennen, das wird auch der andere Overlord noch zu spüren kriegen. Und hier, da sind noch ein paar. Okay, mal schauen, wo es jetzt hier lang geht, oder kommen wir jetzt hier zurück zu unserem... Nee, genau, da vorne ist das Schergennest. Schicken wir natürlich gleich mal ein paar Leute ran. Das ist so ein Kobold-Nester-Dingsbums. Ich glaube, die sind wichtig. Vielleicht findet ihr noch mehr. Ja, die sind doch wichtig, damit wir dann die roten Schergen wieder beschwören können. Und die brauchen wir auf jeden Fall hier gleich noch. So, kommt ihr rüber? Jo, kommt her. Und hier sind wieder ein paar Schergen. Die respawnen hier scheinbar immer wieder an einer Zeit. Genauso wie die Käfer. Aber ich muss sagen, unsere Schergen sind um einiges mächtiger. Also wir haben noch gar keinen verloren, seit wir hier unten drin sind. Okay, das könnte sich jetzt ändern. Kommt weg von dem Ding. Genau. So, jetzt könnt ihr es weitertragen. Und wo ging es jetzt lang? Ich glaube, hier mussten wir jetzt lang. Ah, da haben wir den ersten verloren, weil er die Käfer alleine angegriffen hat. Aber ist doch nicht so wild, weil ein paar Schergen werde ich jetzt eh abgeben, denke ich mal, damit wir auch ein paar rote Schergen noch haben. So, da haben wir die roten wieder zurückbekommen. Ich rufe mal eben hier die Schergen alle her. Ihr wart ein guter Overlord. Vielleicht vermisse ich euch.
So, 27 Schergen haben wir jetzt noch. Irgendwo hängen mal wieder ein paar. Als ihr, aber ihr habt schnell gelernt. So, haben wir ein paar rote genommen. 10 Stück, das sollte reichen, denke ich. Und an dieser Stelle werde ich jetzt erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Da werden wir dann uns die anderen beiden Nester hoffentlich noch zurückerobern. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao.